du bist mit dem Velo jetzt gekommen? Ich bin mit dem Velo gekommen, trotz Regentröpfen. Und von wo bist du jetzt gekommen? Ich bin jetzt von der Biziusstrasse gekommen. Wie lange hast du für deinen Veloweg von daheim bis zum Fahrhaus? 10 Minuten. Wo du angefangen hast, hast du ja noch zu Wollen gewohnt. Genau, dann bin ich mit dem Velo gekommen. Auch mit dem Velo gekommen. Und dann habe ich immer geschaut, dass ich unter einer halben Stunde bleibe. Es ist ja klar, dass du mit dem Velo unterwegs bist, als gebürtige Niederländerin. Hast du ein Velo von den Niederlanden, sprich von Holland, mal mit in die Schweiz genommen? Oder hast du immer ein Schweizer Velo gehabt? Nein, ich habe mein erstes Velo natürlich beim Zügeln mitgenommen in die Schweiz. Du bist immer eigentlich von außen in die Gemeinde gekommen. Und wie war das damals gewesen? Weil in dieser Zeit war ja noch die Residenzpflicht relativ streng gewesen. Ich war da zum Gespräch eingeladen. Wenn ich das sah und dann gesagt, wenn ihr mich wollt, dann müsst ihr einfach mich von dieser Residenzpflicht befreien. Und ich habe gesagt, ich werde am Morgen mit dem Velo kommen und am Abend mit dem Velo wieder heimfahren. Ich bin über Telefon erreichbar und ich werde meine Kommissionen hier in den Läden machen, damit ich Leute begegne. Und das ist ja für mich die wichtigste Begegnung. Und das hat prima funktioniert. Und der Vorteil ist, wenn man mit dem Velo durch das Dorf fährt, man sieht auch immer wieder Leute und man hält da und man berichtet. Also, ja. Begegnungen, wenn du jetzt so zurückschaust, welche Begegnung ist für dich am Anfang die wichtigste gewesen und welche Begegnungen sind dir später wichtig geworden? Ui, das ist ganz schwierig. Ja, die erste Begegnung war mit zwei Frauen, die zu mir hören im Gottesdienst. Ich hatte eine Vertretung in Walkringen und plötzlich stehen zwei Frauen. Marianne Eschbacher und Elisabeth Stuck, beide dann vom Kirchgemeinderat. Und das ist das waren Begegnungen, wo etwas daraus ist entstanden. Also, sie waren natürlich nach wie vor im Kirchgemeinderat, aber es ist ein Kontakt daraus entstanden, der ist geblieben, ja, bis jetzt auch Marianne Eschbacher leider ist gestorben. 2005 bist du gekommen und bist dann zuständig für den Pfarrkreis Seitenberg. Und der Pfarrkreis ist speziell, weil du hast ja dort dann ein kleines Kirchgemeindehaus gehabt, wo du bespielt hast. Wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit mit dem Büro dort und dem Kucheli und dem Raum, was war da der ganz grosse Vorteil von dem? Oder was hast du mit dem können machen? Es ist mein Raum gewesen. Ich habe mich dort daheim gefühlt. Ich hatte dort kirchlichen Unterricht gehabt. Und was ganz wichtig war, ich hatte dort einen Kaffee gehabt. Weil in diesem Quartier war ja eigentlich nichts gewesen, wo man sich hätte treffen konnte. Und dort habe ich angefangen, am Freitagmorgen, einmal im Monat, weil das hat den ganzen Morgen in Beschlag genommen. Das wäre sonst viel geworden. Mein Büro aufzutun für Kaffee. Runde. Und das war sehr schön. Manchmal habe ich etwas vorbereitet, manchmal habe ich morgen etwas in der Zeitung gesehen, das mich betroffen gemacht hat. Und dann haben wir über das geredet. Oder Teilnehmerinnen, es waren vor allem Frauen, haben etwas gebracht, wo wir darüber diskutiert haben. Und also ein Ort von Begegnung, schon dort im Quartier, das ist sehr wichtig gewesen. Es ist leider nicht an der Durchgangsstrasse. Also es ist ein bisschen abgelegen und dafür hatte ich auch meine Ruhe, gehabt, um zu arbeiten. Du hast gefragt nach dem Kirchencafé. Das ist für mich unglaublich wichtig. Leider hat es da oben so viele Leute, dass ich nicht mit allen kann unterhalten kann. Es sind immer kurze Kontakte, aber man hört ein bisschen, auch wie die Predigt unter Umständen ankommt. Die Leute diskutieren weiter über das Thema oder auch über alltägliche Sachen. Das Kirchencafé ist enorm wichtig und ich bin sehr froh, dass die Kirchgemeinde das auch ermöglicht, dass wir jeden Sonntag, wenn Gottesdienst ist, anschliessend ein Kirchencafé durchführen können. Es ist genau das Gefühl von Gemeinschaft. In der Kirche
erfährst du viel weniger Gemeinschaft, weil man hockt nebeneinander, man schaut einander im Nacken und im Kirchencafé schaut man einander in die Augen. Und das ist an den Tischen zu hückeln und zu sehen, wie die Leute angeregt im Gespräch sind, Leute sich lernen kennen. Das ist mir auch wichtig, dass sie Fragen kennen ihr einander und eine kleine Einleitung die Leute miteinander vernetzen. Für das ist das Kirchencafé sehr wichtig, das Gefühl von Gemeinschaft. Und das ist im Gottesdienst meines Erachtens nicht oder weniger möglich. Meine Vision von Kirche ist, wir sind langsam auf dem Weg, Bänke raus, lange Tische, dass man einander in die Augen schauen kann. Auch während einer Kurzpredigt, dass man sieht, wie kommt das an. Und angefangen mit Feiertag, oder? Dass wir am Sonntagmorgen Familie mit Kindern haben eingeladen, mit ganz kleinen Liturgien, Geschichte und Musik. Und dann war die Kirche gerade im Umbau gewesen, und dann haben wir das erste Mal im Kirchgemeindehaus gemacht. Das haben wir nur leider zweimal können machen, nachher ist Corona gekommen. Und das erste Mal waren über 100 Leute in diesem Kirchgemeindehaus gewesen. Wir waren völlig überfordert gewesen. Und dann war es ein Fünftklass-Mädchen gewesen, und ich habe so ein bisschen umgefragt, was meinen ihr jetzt zu dem? Abgesehen, dass es zu voll war, hat die Fünftklässlerin gesagt, es ist so schön, dass man jemanden anschauen kann, und das kann man in der Kirche nicht. Und die hat es genau auf den Punkt gebracht. Also das frontale Predigen ist viel mehr geworden zu einem gemeinsamen Begegnen. Was wünschst du dir, dass denn in diesem Punkt noch weitergeht oder was da noch mehr würde? Ui, ich wünsche mir wirklich lange Tische in diesem Kirchenraum. Das muss nicht ein grosses Zmorgen sein mit Konfitüre und Anker auf den Tischen, sondern doch ein Topf und ein Kaffee oder ein Tee oder ein Wasser, wo man auch den Kirchenraum zum offenen Raum machen kann, wo man Gemeinschaft erfahren kann. Einfach überall, wo man Orte von Begegnung schaffen kann. Letzten Samstag ist der Ferimann hier auftreten, am Feierabend. Und ich bin fast ein bisschen neidisch geworden auf ihn, auf die Möglichkeiten von Begegnung, die er hat. Er hat seinen Job, er ist Ferimann. Die Leute gehen zu ihm auf die Fähre. Und aus diesem Grund entstehen automatisch Gespräche. Er muss sich nicht anmelden, die Leute. Es ist so natürlich, wie Gespräche entstehen, und er beschreibt in seinem Buch über die Aare auch wunderschöne Begegnungen. Und wenn ich komme, komme ich als Pfarrerin. Ich melde mich an, und dann ist ein bisschen Spontanität schon ein bisschen verloren. Es ist wie zielgerichtet. Und was der Ferimann macht, das ist Präsenz sein. Also ich habe ja ein halbes Jahr in Rotterdam können die Präsenztheorie mir aneignen, da sein und Begegnung ermöglichen. Und am liebsten würde ich jetzt Ferifrau werden. Das wäre jetzt für mich ganz ein guter Punkt zum Anknüpfen. Dein Studienurlaub, für mich ist das ganz prägend gewesen. Es gibt für mich eigentlich ein Vorher mit der Ella und ein Nachher mit der Ella. Ja, ich habe gemerkt, dass ich aus der Kirche als Raum raus muss. Dort in Rotterdam habe ich zuerst den Auftrag bekommen, die ersten 4 Wochen einfach zu sein auf der Straße. Alles, was ich an Rucksack, Theologie bei mir habe, abzulegen und nachher in Gespräch zu kommen. Und das ist wohltuend gewesen, aber auch extrem stressig gewesen, weil wenn ich am Abend bei Hause kam und das Gefühl hatte, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe nichts gemacht. Aber ich bin Leuten begegnet. Und wir sind so im Kopf trimmt darauf, dass wir etwas machen und dass ein Gespräch muss einen bestimmten Inhalt haben oder ein bestimmtes Output haben. Und das waren Begegnungen, die können ohne Ziel, ohne Vordenken entstehen können. Und
das hat mich dann nachher sehr geprägt. Und das ja, Exposure heisst das, die Theorie Exposure. Ich exponiere mich am Gegenüber, in der Welt, ja, alles, was auf mich zukommt. Da rausgehen, Leute begegnen, auf dem Bänkchen hocken, rumlaufen. Also, für mich ist es. Klar, also das ist auch das, was ich gesagt habe bei meiner Wahl. Ich werde hier einkaufen, so viel wie möglich. Und das transportieren mit dem Velo. Weil da entstehen eben genau die spontane Begegnungen. Und die sind sehr wichtig. Und wenn ich keine Zeit hatte, dann bin ich nicht hier einkaufen. Weil du kannst nicht an den Leuten dann vorbeirennen. Also das. Stichwort Theologie. Das denke ich, du hast da auf Amsterdam gesagt, ja, Exposure, sich aussetzen dem, was von der Welt her kommt, und Theologie auf die Seite schieben. Was hat sich da für dich verändert? Das war der Moment, wo ich weg von der Uni ins Pfarramt gegangen bin. Zuerst als Verweserin, als Vertreterin im Seeland. Und das war ein sehr guter Start für mich als Niederländerin, im Seeland zu sein. Weil da haben die Leute sehr viel Kontakt mit Niederländern, also das Gemüse und so weiter. Also das ist schon fang mal so etwas von Kontakt sehr gut möglich gewesen. Und dort hatte ich ganz am Anfang einen sehr schwierigen Todesfall gehabt von einem jungen Familienvater. Und dann muss man die Trauer für ihn machen. Und ich bin dort gestanden und dachte, was soll das? Was soll da die Forschung? Und die Kontakte zu den Menschen dort, das hat bei mir ein Feuer ausgelöst. Ich habe mir nie vorstellen, Pfarrerin zu werden, hätte es nie wollen. Und sobald ich dort wirklich tätig war, habe ich gemerkt, da ist mein Feuer. Das heisst, beim Leben von den Menschen? Ja, mit allem Schönen, Traurigen, mit ihren Fragen, mit ihrem Alltag. Und nicht am Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern am Dienstag, am 5 Uhr, wenn sie müde von der Pütz heimkommen und wir noch ein Taufgespräch müssen haben oder eben ein Trauergespräch am Morgen. Ja. Ist auch etwas, was du im Konfunterricht ganz fest hast, ja, probiert mit deinen Walktags. Ja, das ist auch etwas, der Frontalunterricht mit Konfirmanden, wenn sie von der Schule kommen und einfach andere Probleme haben als das, was sie sollten vermittelt bekommen, das habe ich auch sehr schnell in Frage gestellt. Also, da geht man an den Jugendlichen vorbei. Und darum habe ich angefangen, mit jedem einzelnen Konfirmand, Konfirmandin einen Walk-Talk zu machen. Also wir waren laufend unterwegs gewesen. Und dann konnte man auch schweigen. Es hat junge Leute, die lieber nicht über sich reden. Und andere erzählen viel. Und sie haben auch mich fragen, warum bist du Pfarrerin geworden? Und im Einzel, so im Einzel unterwegs sein, hat sie nicht vis-à-vis haben am Tisch, weil man muss in Bewegung sein mitnehmen. Und das im Einzel unterwegs sein, wo sie frei reden können, ohne dass andere Kollegen das mitbekommen, was sie sagen, das hat sich sehr bewährt. Das ist schön gewesen. Ich habe viele Jugendliche näher lernen können. So. Also ich weiss, dass das inzwischen von diversen Kolleginnen und Kollegen übernommen worden. Schreiben ist eine einsame Arbeit. So habe ich mein letztes Editorial angefangen. Und da ich viel mehr physisch begegne, kann ich jetzt nicht am Schreibtisch hocken, theoretisch über Theologie der Begegnung schreiben. Das bin nicht ich, das ist nicht mein Ding. Du machst es. Ja, ich mache es lieber. Und ob das eine Theologie ist oder es ist einfach Begegnung. Und in Begegnung ist für mich Theologie drinnen. Es ist einfach. Die Diskussionen, die wir da in der Kirche hatten, wo du dich hast rechtfertigen für deine These, wird immer noch geschaut auf dem Internet. Es wird regelmäßig aufgerufen, das Gespräch mit dem Samuel Geisel. Wie hat das dein Arbeiten verändert?
Erst noch vorweg zum anderen. Ich lese sehr viel Theologie. Also, es ist nicht einfach so, dass ich rausgehe und das that's it. Ich tue mich sehr mit theologischer Literatur auseinandersetzen und mir das auch aneignen. Aber immer umgesetzt in der Realität, im Alltag. Das Gespräch mit dem Samuel Geiser oder lieber noch ein bisschen zurück, das Interview in der Radiosendung Perspektive, hat mich enorm entkrampft und entlastet. Ab dem Moment konnte ich viel authentischer sein. Bis dahin hatte ich immer noch das Gefühl, ich muss von diesem personalen Gott reden, ich muss in seinem Namen ein Segen sprechen oder ein Votum, ich muss ihn ansprechen im Gebet. Und ab dem Moment, wo ich ganz klar mich geoutet habe und gesagt habe, ich glaube nicht an einen personalen Gott, für mich ist der Himmel leer, konnte ich anfangen, eine neue Sprache zu entwickeln. Das ist auch nicht von heute auf morgen gegangen. Und da bin ich auch immer noch dran. Also, jede Predigt ist wieder ein Schritt weiter. Was heisst weiter? Auf dem Weg. Das bleibt die Entwicklung auch immer im Zwiegespräch mit der Theologie, angelsächsische Theologie zum Beispiel. Aber die Entkrampfung, dass ich mich sein konnte, die Authentizität hat mich bereichert, aber ich habe das Gefühl, nicht nur mich, sondern auch den Zuhörer im Gottesdienst, weil das ist spürbar. Also, das Feedback komme ich auch manchmal über. Es ist authentisch. Also, du redest von dir und du kannst voll dahinter stehen. Und du brauchst keine Floskeln. Oder? Wenn du jetzt so das riesige Bibelbuch anschaust, gibt es etwas, wo du sagst, das ist für mich ganz ein zentraler Text oder eine zentrale Erfahrung, die in biblischen Texten manifestiert ist? Da gibt es ganz viel. was sehr ein zentraler Text für mich ist, ist der Dornbusch-Geschichte. Also der Boden, der heilig ist. Also das Profane und das Heilige tauschen sich aus. Also das Profane wird heilig, das Heilige wird profan. Das ist einer der wesentlichen Texte für mich. Was machst du mit der Stimme? Also, ich rede häufig, und das ist die Theologie von John Caputo, The Call. Es ist nicht eine Stimme von aussen, sondern mein Herz hört eine Stimme. Oder ich werde berührt von etwas. Das ist auch eine Art eine Stimme. Ich entdecke oder merke, hey, auf diesem Weg kann ich nicht mehr weitergehen. Was dann auch der Grund ist, ich muss ein bisschen mehr nach links oder ein bisschen mehr nach rechts. Also, ich werde gerufen und ich muss Antwort geben. Ob das jetzt eine Erfahrung in der Natur ist, das kann es auch sein, wo mir das Denken gibt, wo ich mein Handeln probiere zu beeinflussen dadurch. Oder ist es eine Begegnung mit einem Menschen, wo nicht direkt sagt, hey, Ella, kannst du mir das oder das? Sondern es ist in der Begegnung werde ich berührt, es resoniert etwas in mir und ich werde eingeladen, aufgefordert, zu antworten. Das ist eben der Call, also die Stimme. Aber das ist nicht, ich meine, wie hätten die Bibelautoren das damals anders können formulieren als metaphysisch und eine Stimme von außen? Das ist ja klar. Also wir leben heute in einer anderen Zeit. Und wenn man jetzt an dem anknüpft, du gehst jetzt.
aus der Kirchgemeinde Murigümligen. Deine Aufgabe als Pfarrerin, als Predigerin, als Seelsorgerin, als Unterrichtende, hört auf. Was wird dich weiterhin begleiten? Ja, das sind die Menschen, das sind die Begegnungen. Ich werde weiterhin in Gedanken bei Familien sein, bei Menschen sein, die ich lernen kenne. Und das begleitet mich für die Zukunft vielleicht auch dank diesen Begegnungen, dank den Leuten, die sich mir aufgetan haben, habe ich eine Kompetenz entwickelt vom Zuhören, vom Hören und vom Begleiten. Und das nehme ich mit. Also, das ist etwas, was man nicht an der Uni lernen kann, sondern das muss man in der Praxis lernen, im Alltag lernen. Und dann bin ich darauf angewiesen, dass Menschen bereit sind, sich mir anzuvertrauen. Und aus dem heraus lehre ich sehr viel. Und so kann ich meine Kompetenz als Seelsorgerin stärken. Und das nehme ich mit. Und mit dem möchte ich auch weiterfahren. Und was würdest du jetzt da der Berner Kirche wünschen? Aus deinen Erfahrungen von 25 Jahren Pfarramt, aus deinen Erfahrungen in Holland, aus deinen Erfahrungen als Seelsorgerin, was würdest du empfehlen, wo man müsste unbedingt Wert drauf legen und schauen, dass man sich weiterentwickelt? Eine andere Sprache. Sich hören, was die Menschen brauchen und nicht meinen zu wissen, was sie brauchen. Also 180 Grad Wendung. Auftun, hören, was sind die Bedürfnisse von den Menschen. Ich habe kürzlich ein Trauerfeier gemacht, christlich-buddhistisch. Ich habe nicht gefragt im Altenberg, ob ich das darf oder nicht. Aber wir gehen in die Richtung. Ich habe nichts gegen sogenannte Patchwork-Theologie oder das heisst in Kanada heisst es, glaube ich, Kaffee-Theologie, wo man selber probiert zu spüren, was brauche ich, damit ich mit meinem Leben zu Schlag komme. Und das weiss nur der Mensch selber. Und ich begleite diesen Menschen dabei. Oder die Kirche sollte diesen Menschen dabei begleiten. Es macht mich unglaublich traurig, wenn Leute mich fragen, ob sie ihr Kind taufen können oder ob sie, und dann zuerst müssen kirchlich heiraten. Oder ob Götti und Gott beide Paten sie nicht bei der reformierten Kirche dürfen sie Götti Gott sein. Einfach so fragen, es geht ja darum, dass das Paar das Gefühl hat, die zwei Menschen werden unser Kind am besten begleiten. Und ob die jetzt getauft sind, konfirmiert sind oder Mitglied sind von dieser Kirche, ist ja Wurst für mich. Aber wenn, ja, also da muss die Kirche sich noch einigermaßen ändern oder über die Bücher, dass die Leute sich nicht so eingegangen fühlen. Das wäre ein klarer Auftrag, auftun. Ich habe hier aufgeschrieben, Highlights in der Zeit von Muri Gümligen und was war zum Vergessen gewesen? Also Highlights hat es enorm viel. Das sind Konflager. Es hat unglaublich schöne Konflager gegeben. Die letzte Konfirmation mit dieser Klasse, die sich ein Jahr nach ihrem eigentlichen Konfirmationstermin zusammengetan hat und wirklich aufgekraft hat, eine Konfirmation herzuschmeissen, sozusagen. Das war so berührend, die jungen Menschen. Ein Highlight war natürlich der Star Wars-Gottesdienst mit dem Endo Renkli. Es hat verschiedene Feierabende gegeben.
mit dem, wie heisst der Chor, von Bernhard Pfammatter. Unglaublich schöne, schöne, ja. Und das ist, wir haben eine Kirchgemeinde, wo das unmöglich ist. Also das ist so unglaublich schön, dass wir Geld dürfen einsetzen, so Highlights zu produzieren. Das kann man nicht genug wertschätzen, dass das möglich ist. Highlights, ja, das sind auch einzelne Gottesdienste. Ein Highlight ist auch das Interview mit dem Samuel Geiser, wo das Heidi Gebauer die Einleitung gemacht hat und sie mit mir auch im Gegenwind ist gestanden. Also der ganze Kirchgemeinderat, wo ich den Kirchgemeinderat informiert habe, dass das Interview wird stattfinden und was ich würde sagen. Und der Rat hat gesagt, das kannst du machen, wir stehen hinter dir. Das ist unglaublich, dass ein Kirchgemeinderat sagt, ja, wir müssen damit rechnen, dass Gegenwind kommt, aber wir stehen hinter dir, neben dir. Das ist umwerfend schön. Ja, das sind Highlights. Ja, es gibt so viel. Es gibt mehr Highlights als die anderen. Und was ist jetzt wirklich, wo du froh bist, dass du es vergessen kannst? Oh, Sitzungen. Oh, Sitzungen. Lange Sitzungen. Unklare Sprache. Ein Satz, in dem du jetzt deine Zeit hier würdest komprimieren. Meine Zeit hier ist so reich gsi, so abwechslungsreich, so begegnungsreich. Sie leuchtet. Also wenn ich da in Farbe denke, dann ist es eine leuchtende Zeit. Mit tief traurigen Momenten und tief glücklichen Momenten. Ja.